Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Ich sehe gerade, wir haben bloß noch gemütlich 9 und die 16 Minuten. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen, oder in zwei glaube ich sogar, aus welchem Grund auch immer gemütlich 10 und länger als 16. Ich weiß nicht mehr, wie lange es genau war. Ich bin jetzt hier nochmal alles abgelaufen, aber wir haben überall nur die 9, also nichts Höheres. Entweder war es wirklich nur ein Bug, welcher durch das letzte Update behoben wurde. Oder ich hatte, aber wir haben ja nichts abgerissen oder irgendwas anders gemacht. Also ich denke mal, irgendwas hat gebuggt und es wurde wahrscheinlich behoben. Also, wir sind komplett ausgeruht. Lebensmittel werden langsam knapp. Ich werde wahrscheinlich nach der Folge hier mal noch ein paar herstellen. Und ansonsten habe ich bloß noch ein paar Feuerpfeile hergestellt, damit wir etwas gerüstet sind, um weiterhin in den Kampf zu ziehen. Warum ist denn hier so ein Kronleuchter abgebrochen? Was war denn da los? Wir lassen erstmal kurz liegen und gehen zurück in die Ebenen. Das Teer habe ich weggepackt und ich habe noch ein bisschen Schwarzmetall, was wir hatten, noch köcheln lassen. Oh, oh. Oh, jetzt hatte ich direkt Angst. Wir haben erst 71 Leben. Knochenwanze ist auch noch nicht aktiv. Jetzt sehen wir hier glücklicherweise wieder ein bisschen was. Und eigentlich sieht das doch so aus, als wäre das frei. Jetzt können wir es aufheben. Okay. Hat vielleicht einfach nur einen Moment gedauert, bis das alles richtig abgeflossen ist. Und zack, haben wir nochmal 23. Aber wir haben das Kupfer anscheinend doch aufgenommen. Okay, aber wir haben 23 Teer. Perfekt. Perfekto. Hier habe ich mir markiert, da können wir uns gleich merken, das Portal steht auch dort. Oder wollen wir es mitnehmen? Ich weiß halt nicht, wie groß das hier noch wird. Das gleich da hinten aufhört oder nicht. Komm, wir nehmen das Portal mit. Plan ist heute wiederum, wie auch schon die letzten Male, ein Dorf finden. Das erste Flachs, die erste Gerste. Steckt im Teer fest? Och nö, hier ist doch gar kein Teer. Kriege ich die Edelholz nicht. Das gibt's doch nicht. Gib mir mein Edelholz. Hier ist gar kein Teer. Och nö, das backt jetzt rum und jetzt haben wir kein Portal mehr, oder was? Ach, Menno, komm schon. Sei nicht so. Hier steckt gar nichts im Teer fest. Du lügst. Ah, das ist natürlich richtig fies. Dann hätte ich es lieber stehen gelassen. Verdammt. Weiß halt nicht, ob wir das jetzt hier noch irgendwie wieder rauskriegen, weil so wirklich Teer sehe ich halt nicht. Wir sehen zwar hier, dass immer mal so ein paar Spritzer kommen, wenn wir lang laufen, aber so wirklich im Teer scheint es ja gerade eigentlich nicht zu stecken. Und wir kriegen dooferweise jetzt das Edelholz nicht mehr. Ah, ärgerlich. Was macht man jetzt? Okay, ein Schlag noch und ich hab's wieder. Alles klar. Ich frag nicht warum, ist mir egal. Hauptsache, ich habe mein Zeug wieder. Mal, da haben wir noch ein totes Kido. Sehe ich ihn doch? Komm her, mein Freund. Ey, sag mal, genau in der Sekunde, wo ich schieße, verpisst er sich. Da hinten ist er. Gucken, ob wir ihn treffen. Jawohl. Mehr sehe ich erstmal nicht. Ich hätte nur ganz gerne die Nadel. Weiß nicht, wegen den wieder keine fallen gelassen, ne? Ja, wegen den Moltebären. Wollen wir die alle mitnehmen? Ich bin mir da nicht so sicher. Irgendwie gibt es davon so viele. Können immer mal ein paar vielleicht einstecken, aber ich glaube, so wirklich alle mitnehmen brauchen wir tatsächlich nicht. Jo, lasst uns weiter gucken. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja Ende letzte Folge hier im Dunkeln gesehen, dass hier so eine kleine Truppe an Goblins unterwegs war. Ich würde gerne mal wissen, ob die immer irgendwo ein Dorf haben, aber anscheinend ja nicht, weil wir haben ja schon die ersten Gebiete besucht und haben Kobolde gefunden, aber keine Dörfer. Da haben wir wieder ein paar Lochse. Da unten ist anscheinend ein kaputtes Schiff. Aber das wird ja keins von uns sein, oder? Ja, definitiv nicht. Was ich da... Aha! Aua! Mensch! Das sind auch fiese Biester, ey. Das muss man wirklich mal sagen. Was mache ich denn? Luftboxen. Anscheinend Gift im Stachel. Ich drehe durch. Gibst du eine Nadel? Du gibst eine. Jawohl.
Was ich gerne mal probieren wollte, wenn wir hier so einen Schiffswrack finden. Nee, ne? Nee, okay. Gut, ich dachte, vielleicht kann man es ja wirklich reparieren. Und hat dann einfach mal so ein Boot irgendwo rumstehen. Na, da ist der nächste Todeskito. Wirklich die Gegner, vor denen ich am Anfang hier am meisten Schiss hatte, sind eigentlich die, die ich mittlerweile am liebsten mag. Die kommen zwar ab und zu mal überraschend, aber man kann die einfach schön one-hitten mit einem Pfeil von weiter weg oder auch im Nahkampf. Eigentlich sind die so easy peasy, dass es ziemlich Laune macht. Und vor allem sind die Nadeln halt geil für die Pfeile. Da haben wir jetzt auch wieder genug, da können wir zeitnah... Lebt der? Nö, sah nur so aus. Ja, da können wir zeitnah mal wieder Nadelfeile herstellen, definitiv. Ich sehe jetzt hier ein kleines Gebäude, aber ein Dorf ist das immer noch nicht. Ich hoffe halt wirklich, dass die Dörfer nicht so extrem selten sind und wir gerade einfach nur Pech haben. Boah, ich dachte, die Möwe wollte mich gerade angreifen. Habt ihr das gesehen? Ja, warum? Weil in den Dörfern kommt auch nicht immer sowas vor. Also beides ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Meistens dann entweder Flachs. Aha, ich krieg mein Schild nicht in die Hand. Jetzt haben wir's. Ja, meistens entweder Flachs oder Gerste. Und es kommt wohl auch ab und zu mal vor, dass einfach gar nichts am Start ist. Wenn wir jetzt hier so lange schon nach dem ersten gucken. Am Ende noch Pech haben und da gar keins von beiden vorhanden ist. Dann wäre das echt fies. Ich hoffe, wir finden in naher Zukunft dann etwas schneller welche. Wir lesen mal wieder was Kurzes. Wo kein Regen fällt und keine Feldfrüchte wachsen, kann der Boden dennoch Schätze bergen. Ah, vielleicht sollten wir die Wünschelrute mal mitnehmen. Weil wo kein Regen fällt, passt ziemlich gut in die Ebenen, weil es ist ja hier so ein bisschen vertrocknete Landschaft. Markiere mir das mal hier kurz und schreibe hier mal Wünschelrute hin. Die hatten wir jetzt natürlich noch gar nicht mit in den Ebenen. Vielleicht findet sich ja hier doch noch der ein oder andere Schatz. Wäre natürlich geil. Hat er uns schon gesehen? Nö. Ich will jetzt nicht unbedingt da drüben hin, weil da sind wieder zwei, drei Goblins drin. Das frisst ohne Ende Zeit und bringen tut's uns am Ende so gut wie gar nichts. Von daher, lasst uns mal lieber weiterrennen. In der Hoffnung, noch irgendwo ein Dorf zu finden. Ja, also Ebenen gibt's genug, das haben wir ja nun gesehen auf der ganzen Bootsreise. Eigentlich war gefühlt überall nur Ebenen, wir haben auch tausende Gebiete schon irgendwo entdeckt auf der Karte. Also ich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass wir nicht genügend finden. Ich mache mir nur Sorgen, wann wir es finden. Da haben wir einen kleinen Kobold. Was schießen wir denn gerade? Komm, wir hauen ihm mal so einen Feuerpfeil in den Kopf. Bam. Ah, es ist schon krass, der erste Pfeil, ne? Zwei Pfeile und zack, weg Ware. Und wir haben wieder ein bisschen Schwarzmetall. Ich habe nochmal bei dem Schild geguckt. Also wir könnten das Schild mittlerweile schon herstellen. Es ist tatsächlich sogar in Stufe 1 besser als unser Silberschild in Stufe 3. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Aber ich sag mal, mit dem Silberschild kommen wir aktuell eigentlich sehr, sehr gut klar. Deswegen würde ich es mir lieber erstmal noch aufheben. Und gucken, wofür wir das Schwarzmetall noch brauchen. Die restlichen Rezepte schalten wir dann endlich frei, sobald wir Lachs und Gerste mal finden. Mal gucken, ob wir es die Folge noch schaffen. Ich bezweifle es ein bisschen. Ach, das war ja einer. Also feuertechnisch sind die echt ganz schön anfällig, ne? Boah, geh weg. Ich will nicht deinen Sperrenkopf kriegen. Aber Feuerpfeile sind auf jeden Fall relativ effektiv. Relativ effektiv. Auch geil. Sollten wir uns merken. Öfter mal mit den Feuerpfeilen drauf losschießen. Was ist denn da oben? Ist das bloß die Reflexion von der Sonne? Ja, ne? Ja. Weiß halt nicht, wollen wir mal hochklettern? Wollen wir mal schauen, ob hier noch irgendwas kommt?
Ich hätte gerade ein bisschen Bock. Wir machen das mal. Aber hier kommt jetzt gleich Gebirge, ne? Okay, das habe ich von unten nicht gesehen. Nee, dann braucht man nicht hier rein. Stimmt, hier war ja die Mutti hier drüben. Ach Leute, ich freue mich. Und ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind bei Folge 200. Yay! Oh, totes Guido. Hat uns wieder unterbrochen. Dürfen nicht feiern, dass wir in Folge 200 sind. Ich habe es fast vergessen zu erwähnen. Gut, dass es mir gerade einfällt. Ich freue mich sehr. Vor allem an alle, die auch drangeblieben sind oder auch dazugekommen sind. Aber es ist tatsächlich mein bestlaufendstes Let's Play und ich sehe immer wieder, wie viel Mühe ihr euch macht mit Kommentaren, mit Tipps und generell auch mit Likes und den Aufrufzahlen. Von daher vielen lieben Dank. Ich hätte niemals gedacht am Anfang, dass wir mal 200 Folgen schaffen. Aber es ist gefühlt auch noch nicht so wirklich ein Ende in Sicht. Also klar, wir nähern uns schon irgendwo dem Ende, aber es gibt trotzdem, oder ich habe im Kopf immer noch so viele Sachen, die ich machen möchte mit euch. Dass wir wahrscheinlich kein Problem damit haben werden, 300 Folgen zu schaffen. Denke ich zumindest mal. Wir werden sehen. Aber krass, 200 Folgen mittlerweile und das Spiel bockt halt echt einfach immer noch. Ah, ich hatte sogar bei Steam die Spielzeit gesehen. Ich glaube, irgendwas um die 250 Stunden. Ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier so Pause drücke, zählt das immer noch als Spielzeit oder nicht? Weil ab und zu, wenn ich jetzt außerhalb des Let's Plays war und, keine Ahnung, irgendwie gewartet habe, dass die Rüben fertig werden auf dem Feld oder dass die Kohlenmeiler Kohle fertig produzieren oder was auch immer, dann habe ich das Spiel natürlich auch einfach mal nebenbei laufen lassen, wenn wir in der Basis standen. Obwohl da jetzt auch nicht so viele Stunden zusammengekommen sind, denke ich mal. Aber trotzdem krass, ne? 250 Stunden. Viel Zeit. Ja, gerade so die ganzen Steine und so in der Basis und der Graben und sowas. Wenn ich daran denke, wie oft ich da noch nebenbei stundenlang teilweise das Zeug gemacht habe. Es kommt schon hin, aber krass. So viel Zeit vergangen, so viel Folgen geschafft. Und es bockt immer noch. Das schaffen wirklich nicht viele Spiele. Wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde, dann hätte ich es auch nicht mehr Let's Played, ne? Also, ganz ehrlich. Warum sollte ich mir das antun? Das merkt man, glaube ich, auch. Ich hatte auch ab und zu schon mal Spiele, wo man es halt gemerkt hat. Also, wo es jetzt einfach mal eine Folge lang einfach schlecht lief. Ich glaube, wir haben ein Dorf. Oder? Nee, nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wo man es halt einfach mal folgenweise gemerkt hat, dass ich gerade von dem Level in dem Spiel oder so angenervt bin, ne? Aber ja, bei so einem Spiel hier, wenn es mir irgendwann keinen Spaß mehr machen würde, würde ich sagen, sorry Leute, das war's. Wir haben das erste Dorf gefunden. Ich bin sehr, sehr froh. Ich hoffe, diese Feuer dort sind keine Spawner. Ich glaube nicht. Aber geil, da haben wir es doch noch geschafft, die Folge. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Einfach reinrennen will ich jetzt ungern. Ich würde jetzt erstmal ein paar Pfeile verschießen. In der Hoffnung, dass wir hier die ersten Gegner schon mal so töten. Der kommt anscheinend alleine. Nee, da hinten kommt noch einer. Komisch, dass wir den anderen vor uns mit zwei Pfeilen erledigt haben, ne? Aber ich sag mal so, wir sind echt stark ausgerüstet. Die sind einfach kein Problem mehr hier für uns. Sollten halt nicht zu viele auf einmal sein. Wenn die mit den Speeren dann kommen, hier auf einmal aus der Entfernung 3-4 Speere gegen unseren Hals oder an unserem Hals landen, dann wird es natürlich nicht so geil. Aber ich denke, so kriegen wir das doch ganz easy hin. Guck mal, ich sehe dort, ich glaube, das ist das erste. Ich weiß nicht, ob es Flachs oder Gerste ist, aber es ist auf jeden Fall ein Feld. Ah, schaut mal, gerade wenn wir den perfekt blocken, zweimal draufgehauen und gut ist. Ich glaube, jetzt haben wir hier den ersten. Nee, der guckt noch nicht. Bam. Perfekt. Der hat überhaupt gar nicht überlebt. Da hinten so ein großes Vieh, das dort, ja, ne? Oder ist... Ja, es lebt. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Ich hoffe echt, wir kriegen den hin. Aber wir haben zumindest noch Tränke dabei. Aber unsere Lebensmittel kacken langsam ab. Wir müssen langsam mal was nachschmeißen.
Ja, wir haben auch Knochenmanns noch dabei. Also alles easy. Ich möchte auf jeden Fall das Dorf noch leer kriegen in der Folge hier. Ich hoffe, wir schaffen das. Oh Gott, den haben wir aber direkt weggehittet. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, war das dasselbe? War das ein anderes Vieh? Es sah so ein bisschen anders aus irgendwie. Komm, schlag zu. Ich glaube, der hat der einen Speer oder der andere? Der hier? Ja, beide. Okay. Naja. Aua. Na, 19 Schaden. Ich glaube, da hat er gerade nicht gut getroffen. Bam. Gebt mir eure Münzen und euer Schwarzmetall. Her damit. Gut, haben wir auch. Die da drüben waren weg. Wir könnten uns jetzt hier natürlich schon das erste wegnehmen, aber vorher machen wir das Dorf leer. Irgendwo dort ist einer. Ich hoffe, ich treffe. Natürlich nicht getroffen. Jetzt habe ich einen getroffen. Sehe bloß absolut keinen Schaden, aber ich glaube, das ist der andere, der gerade angelaufen kommt. Jetzt haben wir ein paar angelockt. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Müssen wir erstmal den weghauen. Oh Gott, was ist denn das dort? Was ist denn das? Oh, oh. Wir haben irgendwas wütend gemacht. Es kommt an. Ich weiß nicht, was es ist, Leute. Aber es ist zumindest schon mal sehr langsam. Prinzipiell schon mal eine gute Sache. Komm, jetzt hauen wir erstmal die zwei weg hier. Und dann würde ich mich ganz gerne einzeln um das Vieh da hinten kümmern. Ich weiß halt echt nicht, was es ist. Und es macht mir gerade, ehrlich gesagt, etwas Angst. Aua, 20 Schaden bekommen. Nicht geil. Haben wir die erstmal so ein Ding noch rein. Und dann müssen wir uns mal um das da kümmern. Ein Schamane. Ich glaube, das war gerade eben auch ein Schamane, den wir one-gehittet haben mit dem Pfeil, wenn ich mich... Aber der sah so ein bisschen so aus. Ich glaube, es war ein Schamane. Irgendwie mache ich dem gerade gar keinen Schaden. Ich weiß nicht, warum. Ist das ein Schutzschild, was er um sich rum hat? Irgendwie... Entweder muss ich ihn in der richtigen Sekunde treffen. Ja, genau jetzt. Okay, also das andere ist ein Schutzschild. Ich habe nur leider gerade keine Ausdauer. Und der wirkt jetzt erstmal relativ easy. Gut, also vor dem brauchen wir auch keine Angst haben. Mal gucken, was der so fallen lässt. Auch nur Schwarzmetall. Also nichts anderes. Okay. Wie viele haben wir denn schon wieder zusammen? 11 Stück. Dann habe ich jetzt eigentlich nur noch Angst vor dem Großen da hinten. Guck mal, hier drüben ist noch einer. Er will auf jeden Fall noch ein paar vom Kopf haben. Oh nein, nein, ich glaube, ich habe Flachs oder Gerste gerade weggeschossen. Wäre natürlich ärgerlich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wollen wir uns die Rezepte schon angucken? Nee, komm, wir machen erst das Dorf leer. Mal hier, er hier auch noch. Da kommt wieder ein Schamane. Ist der gerade gespawnt? Oh, oh, jetzt kommt der Große. Oh nee, den wollte ich jetzt ungern anlocken, ehrlich gesagt. Müssen wir uns erst nur um die anderen kümmern. Aber der ist Gott, zwei Große. Und nee, wir haben gleich, oh, wir haben gleich alle angelockt, ne? Scheiße, Leute. Das war nicht der Plan. Komm, greif an. Sag mal. Aua. Oh, 42. Die Antwort auf alles. Ja, wir müssen mal ein bisschen gucken. Aua, aua, okay. Oh, oh Gott. Holy shit, Leute. Wir brauchen Knochenmanns. Nein. Gott, wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Leute, 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 Leute. Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Aber der mit seinem Speer und das andere Vieh dort, der Schamane, der hat uns gerade echt ordentlich zugesetzt. Leute. Weiß nicht, wirft der dort was? Nee. Das sind Nahkämpfer hier, der Berserker, ne? Oh Gott, pfeiltechnisch geht da ja mal gar nichts. Und warum wird er auf einmal so schnell? Oh, oh. Der flippt. Ja. Warum ist der auf einmal so schnell geworden? Das irritiert mich gerade. Und wir müssen den Tod des Kito erwischen. Ja, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ach, ganz schlecht gerade. Ganz, ganz schlecht. Da
Der Tod des Kido fuckt mich gerade richtig ab, ehrlich gesagt. Ich glaube, den müssen wir uns im Nahkampf holen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das mit Knochenwanst gegen den hier witzig wird oder nicht. 12 Schaden, trotz Knochenwanst und trotz Blocken. Also auf jeden Fall nicht witzig. Ich würde ihn schon gern nochmal mit Frostner erwischen. 12 Schaden. Alter Schwede. Aber auch Frostner scheint nicht so wirklich was anzurichten. Nur meine Nase krabbelt. Ich habe keinen Bock auf den. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich meine, wir sind halt auch echt low unterwegs mit Feuerpfeilen. Das müssen wir schon mal sagen. Komm, greif einmal an. Ich weiß halt nicht, ob der... Na, der Kopf wird wahrscheinlich so ein bisschen Schwachstelle sein, ne? Guck mal, da ist schon wieder ein Todeskido. Ey, ich habe keinen Bock auf die Todeskidos. Ah, und dort kommen die nächsten. Jetzt sind wir natürlich auch schön in der Nacht drin. Das ist nicht so geil. Ich bin ja schon mal froh, dass wir den einen Großen irgendwie weggelockt haben, ehrlich gesagt. Oder dass der losgelassen hat von uns. Aber die haben es natürlich schon ein bisschen in sich hier. Ich denke mal, wir schlagen uns zwar gerade ganz gut. Bin nicht so weit weg von hier. Die Nadel möchte ich noch einsammeln. Ja, wir bräuchten noch ein bisschen mehr Ausdauer. Wir könnten noch einen Trank reinhauen, aber ich möchte mir den gerade noch aufheben. Komm, zack. Jetzt sammle ich mir erstmal fix die Nadel hier auf. Und jetzt haben wir ihn gleich besiegt. Ein Pfeil noch oder gar keiner mehr. Okay. Was lässt du fallen, mein Freund? Ich hoffe, es hat sich gelohnt, gegen dich zu kämpfen. Was haben wir da? Ein Totem? Schwarzmetall, Münzen, Schwarzmetall. Okay, also er droppt einfach nur extrem viel Schwarzmetall und Münzen. Und so ein Totem noch. Ich glaube, die Totems brauchen wir, um den nächsten Boss oder den letzten Boss zu beschwören. Ich glaube, ich habe da was gelesen. Weil das sind auf jeden Fall keine normalen Trophäen. Kanalisiert die uralten Kräfte Jakluts. Ja, Jaklut oder wie auch immer man ihn ausspricht, ist der Final Boss. Das habe ich nämlich mittlerweile rausgefunden. So, ja, jetzt haben wir eine ganze Menge Gegner getötet und es sind immer noch viel zu viele. Weil wir jetzt halt mittlerweile Nacht haben. Ich würde gerne den Schaman erwischen. Sodass der direkt mit dem ersten Pfeil tot ist. Das wäre perfekt. Ja, jetzt hat er wieder Schutzschild. Komm, 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 komm. Wir sind zwar schon ein bisschen in der Überlänge drin, aber zur 200. Folge kann man bestimmt auch mal ein paar Minuten länger machen, oder? Ich hätte halt eigentlich ganz gerne das Dorf noch fertig gehabt, aber wenn ich sehe, wie lange wir gerade für den einen Großen gebraucht haben, sehe ich es etwas unrealistisch an, dass wir das in einer halben Stunde schaffen. Also insgesamt natürlich. Weil so viel, wir haben bloß noch 5-6 Minuten. Jetzt lasst mich mal überlegen, was wir am dümmsten machen. Wollen wir uns... Ja, komm. Wir bauen uns jetzt hier die Werkbank und das Portal hin. Holen uns schon mal das erste Flachs oder Gerste, je nachdem, was es ist. Was war das? Waren das die gerade? Ich glaube, die waren's. Ja, wir bauen uns jetzt das Portal hin. Holen uns hier das erste Zeug, was dort wächst und machen uns erstmal nach Hause, weil wir sind halt hier auch gerade mitten in der Nacht. Das ist immer alles nicht so geil. Wir haben zwar schon, ich denke mal, den größten Teil des Dorfes eliminiert, aber der eine Große wartet auf jeden Fall noch da hinten, der Berserker. Und den schaffen wir die Folge auf jeden Fall nicht mehr. Länger als eine halbe Stunde kann ich leider nicht aufnehmen, weil die Kamera da immer aufhört mit Recorden. Von daher bringt das nicht so viel. So, kommt. Das war die Steinsuche. Wir haben hier oben noch zwei so eine kleinen Idioten, möchte ich sie mal nennen. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe und wir können hier mal ganz fix das Zeug einsammeln. Komm mal her damit. Flachs ist es. So, wir haben Flachs und Flachs kennengelernt. Babam. Sonst gar nichts weiter. Weil wir es erst verarbeiten müssen, oder? Wir brauchen ja auf jeden Fall den Leinenzwirn. Das ist das Wichtige. Anderes Feld sehe ich jetzt auch erstmal nicht.
den ihr doofes Gelache die ganze Zeit, ne? So im Hintergrund. Das nervt etwas. Gut, also wir haben auf jeden Fall Flachs. Wie gesagt, wir brauchen den Leinenzwirn. Dafür brauchen wir dieses Spinnrad auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir mittlerweile auch schon bauen. Also wir müssten die Materialien haben. 10 Eisennägel, 5 Leder, 20 Edelholz. Wenn, dann scheitert es am Edelholz. Eins von beiden. Lasst mich nochmal kurz gucken. Aber in den Ofen müssen wir das auf jeden Fall nicht hauen. Das würde auch keinen Sinn machen. Genau. Schwarzmetall habe ich hier fertigen lassen. Dann können wir mal fix gucken. Haben wir noch 20 Edelholz? Edelholz? Nee, nur noch 10 Stück. Gut, dann wird das nichts. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich werde jetzt nach der Folge noch ein bisschen sammeln gehen. Vor allem halt Edelholz und so, und werde auch ein paar Lebensmittel herstellen. So das Nervige halt, ne? Werde ich jetzt definitiv machen. Ich freue mich sehr. 200 Folgen haben wir geschafft. Auf die nächsten, mal gucken, vielleicht 100 Folgen. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Da bauen wir das Spinnrad, hauen das erste Flachs rein und gucken mal, ob wir demnächst auch noch Gerste finden. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.